Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Werewolf. Wir haben es geschafft, den ihr Hauptquartier einmal komplett auszurotten und selber zu besetzen. Und jetzt sollen wir uns mit dem guten Declan treffen, um alles weitere zu besprechen. You know, Adana was the one who actually convinced me to join Lambda Mankind. Don't worry. We'll get her back. Whatever it takes. Ja, ich habe die Befürchtung, dass das wohl nichts wird. Die wird wahrscheinlich der letzte Endgegner werden, unsere Tochter zumindest. Ja, wäre das absehbar. Mal schauen. Dr. Lesterman, Major Grainer hat bei einer Konfrontation mit dem lokalen Rudel schwere Verletzungen am Arm erlitten. Wir hatten keine andere Wahl, als den Arm in der Kampfzone zu amputieren. Auf Anweisung von Präsident Watkins bringen wir den Major in ihre Labors zurück, damit sie mit den neuesten Prothesen der Abteilung 2 ausstatten können. Prioritätsmission, der Major muss so bald wie möglich zur Abteilung zurückkehren. The first time I saw her, she was with Orlov. She just had surgery. Ja, da hat sie mit dem Typen im Anzug gequatscht. Aber ich muss sagen, sie war relativ einfach zu besiegen. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Dafür, dass alle immer extrem Angst vor Tank Girl hatten. Hätte ich gedacht, das wird etwas schwieriger, aber sie war eigentlich somit der einfachste Endboss bis jetzt. Okay. Okay, just stay calm. They'd never attack us. Not out in front of their HQ like this. Deep breaths. Na, ja, mal schauen. Hey Declan. We've got full control of the outposts. And Ava stopped their machines. They're not pumping oil anymore, that's for sure. Now there's just the HQ left. I'll take care of it. Alone. I get it. Good luck. Ava, I'm at the gate to their HQ's maintenance zone. Get moving. Every second counts. Achso, das war bloß der Vorposten sozusagen. Entschuldigung, ich dachte, wir haben schon das Hauptquartier. Das sind doch wieder böse hier. Okay, dann geht's hier weiter. Hab mich schon relativ sicher gefühlt, aber anscheinend leider doch nicht. Ich würde sagen, wir machen definitiv erstmal Sabotage. Und die Tür zu, weil es zieht. Ja, eigentlich ist das hier ja jetzt alles auszurotten. Deswegen ist die Sabotage wahrscheinlich schon recht schlau. Weil wir höchstwahrscheinlich um den Kampf nicht drumherum kommen werden. Oh Gott. Die sind aber auch echt alle relativ langsam mit ihrer Reaktion, ne? Dass danach kein Alarm ausgelöst wurde, ist fraglich. Ausflippen. Na gut, was soll's. Ich hatte es mir schon fast gedacht. Aber wir nähern uns ja, glaube ich, auch immer mehr dem Ende. Und langsam müssen wir den hier auch allen mal zeigen. Dass mit uns nicht zu spaßen ist. Oh Gott. Wow, wow, wow. Jetzt haben wir aber ordentlich Hit gekriegt. Ach du Scheiße. Heile dich, heile dich. Mach das Ding kaputt. Mal kurz ein bisschen Deckung gesucht. Kraft gesammelt. Ach, hier ist ja auch noch so ein Teil. Mach's kaputt. Was hier aber auch alles auf uns eindrischt. Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Bam. Nieder mit euch, der nächste Exo. Wir haben echt kaum noch Zorn, aber wir haben Raserei. Sehr gut.
Komm, verschwinde doch. Ach, shit. Raserei schon wieder zu Ende. Also es geht... Ich weiß nicht, ob das manchmal länger dauert, gefühlt. Ist das so? Aber ich glaube fast nicht, dass es wirklich so ist. Oder das hat was damit zu tun, wie viel Kombos wir machen. Na. Ah, wir könnten schon wieder Raserei auslösen, aber ich glaube, das war die letzte Welle. Nee, war es nicht. Okay, gut. Zack. Sag mal, unterbrich mich bitte nicht, wenn ich geile Kombos mache. Kann ich gar nicht leiden. Und da wäre es geschafft. Kleines Schlachtfeld hinterlassen. Aber die haben es verdient. Wir müssen die halt auch alle ausrotten. Bringt uns nichts, wenn die alle überleben, abhauen und irgendwo ein neues Hauptquartier eröffnen. Captain Fergus. Vor Ort kam es zu Schwierigkeiten. Lokales Rudel stellt ein Problem dar. Angriffe gefährden den vom Vorstand mitgeteilten Zeitplan. Haben ein Minenfeld um die Umfassungsmauer unserer Außenposten errichtet, um sie auf Abstand zu halten. Ja, hat ja super funktioniert. Empfehlen die Rückkehr von Major Craner an den Standort. Trotz ihrer Verletzung schaffte sie es, sie unter Kontrolle zu bekommen. Mit ihr wird der Sieg unser sein. This report was printed shortly after I reunited with Adana. Ja, Major Craner kommt wohl nicht mehr zurück. Ich denke, fast hier könnten wir auch unentdeckt durchkommen. Wir machen erstmal diesen. Und dann haben wir keine Pfeile mehr. Sehr geil. Weil es sind nicht viele und wir können auch alle ausschalten. Hä? Das musst du mir jetzt erklären. Gut, die haben die Leiche da drüben gesehen. Ja, wir können sie immer noch so ausschalten, auch wenn sie schon böse sind. Kommst du hier hinter? Ja. Ja, jetzt kommen sie fast zeitgleich. Das könnte ein bisschen doof werden. Mal bloß noch schauen, wann er hier rüberkommt. Jetzt. Ja, war relativ einfach. So gefällt mir das. Müssen wir bloß mal schauen, wie wir da drüben die Tür aufbekommen. Ach, ist jetzt... Ist automatisch offen. Nee, ist nicht offen. Das heißt, wir müssen mal kurz der Leitung folgen. Auf jeden Fall geht sie dahinter. Müsst wahrscheinlich hier eine Etage hoch und dann da oben in dem Raum. Finde ich schade, dass der Wolf die Tür nicht aufmachen kann. So ein kleines Männchen mit Pfote draufdrücken wäre ganz süß gewesen. Kamera aus und Fahrstuhl an. Ich habe schon wieder länger nicht nach Geisterpunkten geschaut, fällt mir gerade auf. Aber ich muss sagen, man kommt auch so ganz gut durch. Ein paar Sachen waren zwar sehr nützlich, wie diese Klauenattacke. Natürlich zusätzlich Zorn und Gesundheit und alles drum und dran. Aber bei dem Rest, den wir jetzt noch alles ausrüsten können hier unten, sehe ich gar nicht so groß die Notwendigkeit. Wait for me, AD. I'm coming. Ach, AD. Wäre sie doch einfach mal zur Schule gegangen. Hätten wir den ganzen Ärger hier nicht. Kahal, ist es gelungen,
gelungen, die Aktivitäten von Entrons Außenposten zu stoppen, um Ava Zugang zum Netzwerk ihres Hauptquartiers zu verschaffen. Jetzt kann Cahal ins Innere des Gebäudes, um nach Edenna zu suchen. Die Schlinge um den Hals des Unternehmens und dessen Leiter Richard Watkins zieht sich langsam zu. Bin ich ganz seiner Meinung. Have you found Watkins yet? I don't have eyes on him, but I'm sure he's upstairs. Go. Hat sich wahrscheinlich im Panic Room versteckt. Aber auch da kriegen wir ihn raus. Lanze, wuhu! Gibt's auch gar keine Notruftaste, ne, wenn mal irgendwas ist? All units, kill anyone trying to enter the HQ. We'll have the outposts back under our control soon enough. It's only a matter of time. You hear that? To your posts. Ich glaube nicht, Tim. Aber schön haben sie es hier. Dafür, dass sie so die Umwelt verpesten. Bullseye. Wow. Ach, schade. Na gut. Dann wird halt doch nochmal kurz ausgerastet. Aber zumindest sehe ich noch keine Exos. War eigentlich so ein schöner Raum hier. Aber es stinkt auch ein bisschen nach Öl hier drin. Na wo? Hier bist du noch. Keine Verstärkung? Nö, war ein relativ einfacher Kampf. Entron Biofuels. So seht ihr schon aus. Dass hier drin keine Pflanze gibt. Doch, dort. Wollte schon sagen, wenn. Wenn ich hier. Nee, wo wenn ich hier? Entschuldigung. Reicht's schon? Nö. Eine brauchen wir noch. It's locked. There's a terminal close by. I'll get you through somehow. Sogar den Lüftungsschlitz haben sie uns gesperrt. Schweinerei. Den schalten wir natürlich erstmal aus. Ich glaube, Getränke haben wir genug. Good enough. Bin enttäuscht, Ava. Ja, schwierig. Finde ich auch cool, dass die dann immer alleine kommen. Ach Mist, hier ist ja ein Exo. Habe ich gar nicht gesehen. Dann brauchen wir uns die Mühe nicht machen. Aber dann können wir jetzt mal Flaschen trinken. Dass das auch mal einen Sinn hat. Aber eventuell wollte ich noch Sabotage durchführen, aber okay. Dann halt nicht. Alter Schwede, was ist denn hier los? Aber wir halten halt auch verdammt viel aus. Das ist schon sehr, sehr praktisch.
Silber gibt's nicht. Das kannst du völlig vergessen. Du hast auch Silber? Nee, du hast kein Silber. Und weg mit dir. Wir können ja mal schauen, dass wir den nächsten Geisterpunkt... noch mal ein bisschen auf Kampf setzen. Taktik hat man ja eh alles durch, aber vielleicht kriegen wir ja doch noch einen coolen Move dazu. Zumindest ist ja noch ein Platz frei unten. In der Anzeige. Ist doch gut. Befreie dich von deinem Leid. Also wenn das mal nicht der Mega-Geisterpunkt hier hinten ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, drei Stück haben wir schon. Habe ich ein bisschen vergessen. Entschuldigung. Lasst uns mal gucken. Während der Raserei ist er immun. Das haben wir schon tausendmal gelesen. Rasiermesser hat nun einen größeren Wirkungsbereich und fügt bei Feinden in der Umgebung größeren Schaden zu. Wird Feinden während Raserei Schaden zugefügt? Heilt uns das? Oh, das ist natürlich cool. Zusätzlich Gesundheit. Der Wirkbereich von Stampfen wird erhöht. Kann nun ja, von Silber verursacht. Finde ich Schwachsinn, dass wir die heilen können. Der Quinus entfesselt mehrere unaufhaltbare Rotationsangriffe. Das ist natürlich ziemlich geil. Da brauchen wir hier zwei und dann vier. Bräuchten wir sechs Punkte für. Ah, ganz schön teurer Spaß. Ich glaube fast. Wo war's denn? Wir hatten doch gerade irgendwo, dass es uns heilt in der einen bestimmten Haltung. Hier. Ich glaube, das ist erstmal besser. Und dann schauen wir mal, dass wir das später noch kriegen. Wir sind mittlerweile bei ungefähr 80%. Zeigt das Spiel im Speicherstand immer an. Deswegen weiß ich nicht, wie wir das alles noch vollkriegen sollen. Kann natürlich aber auch sein, dass ich einfach an tausenden Pflanzen vorbeigerannt bin. Erstmal ein Geisterpunkt. Nichts mit Beeilung. Bei Stress passieren nur Fehler. Und dann geht's ja wahrscheinlich gleich in den nächsten Kampf. Können wir irgendwo noch Sabotage durchführen? Einmal hier drüben und da hinten. Kommen wir hier rüber unbemerkt? Ja, ne? Aber jetzt werden wir gesehen. Nee, doch nicht. Würde ich auf jeden Fall zumindest das erstmal ganz schnell hier noch kaputt machen. Und hinten habe ich noch eins gesehen. Oh, er kommt. Aber vielleicht müssen wir ja gar nicht kämpfen. Ah, hey, wir schaffen es auch so hier raus. Dann lassen wir das doch direkt so. Any news on Watkins? He called the helicopter. He's just waiting for it to arrive. I think you can reach him. Er möchte anscheinend abhauen, aber nicht mit uns. Oh, was haben wir hier? Eine Sanitasche? Ah nein. Bloß die kleine Flasche davor. Schade, ich dachte mal was Neues. Nun ja. Hier ist alles leer. Ich glaube, so langsam sieht das aus wie Chefbüro. Da ist der Glaskasten. Ich glaube, da ist Ava drin. Sehen wir sie? Die meinten ja in einer Art Glaskasten. Ich bin mal gespannt, ob sie da drin ist und was mit ihr ist. Und das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 16 Uhr, wie gewohnt, geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.